Wuselgusel und die Weltentdecker. Heute, Daniele besucht eine Filmtierschule. Wuselgusel! Ist das auch schlimm? Das ist schlimmer als schlimm. Ich wollte das nicht, Wusel. Jetzt komm schon. Hallo bei Wuselgusel und die Weltentdecker. Ach, das ist beschämend. Heute besuchen wir eine Filmtierschule. Eine Schande ist das. Dort werden tierische Schauspieler ausgebildet. Peinlich für mich und für dich. Ich kann doch gar nichts dafür, Wusel. Der neue Pförtner hat Wusel für einen Hund gehalten. Naja, und Hunde sind bei uns im Studio eben mal nur an der Leine zu führen. So. Der Wusel? Hier geblieben. Was für ein Hund soll ich überhaupt sein? Naja, vielleicht ein riesengroßer blauer Dackel. Oder ein Blue Retriever. Ha, nein, ich hab's. Du bist ein Wudel. Das ist eine Mischung aus... aus Wusel und Pudel. Ja, ja, ich hab's kapiert. Das ist nicht witzig. Und ich bin kein Hund. Wusel, weißt du was? Wir rufen einfach bei der Studioleitung an und beschweren uns. Gute Idee. Gute Aber Wusel, du musst denen ganz ruhig und sachlich erklären, was passiert ist. Ja, ja, ruhig, sachlich. Mhm. Verstanden. Mhm. Hallo? Ich bin kein Hund! Nee, Sie haben mich... Entschuldigung, ja, ja, nein. Ja, nein, es ist Folgendes passiert. Der neue Pförtner hat Wusel mit einem Hund verwechselt. Naja, und... ja, 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 nein, ja, gebe ich so weiter. Tja, Wusel. Was haben Sie gesagt? Wusels dürfen ins Studio. Aber es gibt ein Problem. Die müssen dich erst ummelden, also von Hund zu Wusel. Und das dauert 5 Tage. Mhm. Na, immerhin. Und bis dahin? Es gibt nur 3 Möglichkeiten. Entweder du verlässt das Studio. Nein. Oder du bleibst an der Leine. Nein. Oder du machst den Hundeführerschein. Nein. Hä? Ich wusste ja gar nicht, dass Hunde Auto fahren dürfen. Oh, Hundeführerschein bedeutet, dass du einem Prüfer zeigst, wie gut du erzogen bist. Ob du auf alle Kommandos hörst, ob du ja nicht bellst. Und natürlich musst du auch stubenrein sein, Wusel. Ich bin kein Hund! Wusel, ist ja gut, jetzt bleib mal ganz ruhig. Weißt du was? Daniele soll mal in der Filmtierschule rausfinden, was Hunde so alles lernen können. Und dann kriegen wir das gemeinsam schon hin mit deinem Hundeführerschein. Das glaube ich auch. Und weißt du, was ich noch glaube? Ich habe einen Huhn auf der Schulter, kann das sein? Hallo, wer bist du denn? Das ist unsere Emma, eins von unseren Filmhühnern. Hallo Emma. Und wer bist du? Ich bin die Farina. Hallo. Wir sind nämlich auf Renates Filmtier-Ranch, eine Filmtierschule. Und Farina, du bist Filmtiertrainerin. Genau. Habt ihr nur Hühner oder auch andere Tiere? Nee, wir haben noch ganz viele andere Tiere, die kann ich dir jetzt mal alle zeigen. Super, gucke ich mir gerne an. Komm mit Emma. Die Ranch liegt mitten in Bayern. Hunderte Tiere wurden hier schon für Filme, Fernsehserien oder Werbung trainiert. Für Farina ist es das Paradies. Schon als Kind hatte sie viele Haustiere. Deshalb hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht, als Tiertrainerin. Sag mal, Farina, kann man eigentlich jedes Tier trainieren? Also, ich würde mal sagen, man kann sehr, sehr viele Tiere trainieren. Man muss halt einfach schauen, wo liegen die Talente von diesem Tier und diese Talente dann eben nutzen und es dann trainieren. Man sagt ja immer, ah, du dummes Huhn. Sind denn Hühner jetzt irgendwie besonders schwierig zu trainieren? Nee, Hühner sind sehr leicht zu trainieren. Die sind total intelligente Tiere. Lotte, du? Ja, sie sind total intelligent und lernen sehr, sehr schnell. Also sie lernen eigentlich schneller als ein Hund. Schneller als ein Hund? Ja. Wow. Ja, also Hühner sind sehr futterorientiert. Das heißt, die machen für ihr Futter alles. Und dann kann ich im Training eben nutzen, dass ich sie ganz schnell für Dinge belohne, die ich richtig finde. Und dann wiederholen sie die ganz oft. Und so kommt man ganz schnell ans Ziel. Also ein bisschen wie bei mir. Hühner sind intelligent, aber Hunde haben auch ganz schön was drauf. Um das zu beweisen, holt Farina gleich die ganze wilde Meute auf die Wiese. Wo
Wusel will ja den Hundeführerschein machen. Mhm. Was sind denn so grundlegende Kommandos, die jeder Trainer oder jeder Hundebesitzer kennen muss? Also ich denke mal, das Wichtigste ist, dass er Sitz kann, dass er Platz kann, dass er auch länger irgendwo liegen bleibt. Dass ich sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehe, ich sage dem Hund Platz und er bleibt da auch ruhig liegen. Dann, dass er auf Kommando Fuß läuft, das heißt, dass der Hund neben meinen Beinen immer bleibt. Und dass er auf Kommando, wenn ich ihn rufe, zu mir kommt. Okay. Das kannst du ja jetzt mal mit dem Junior üben. Nimmst du wieder ein Leckerli in die Hand. Okay, hallo Junior. Genau, machst einmal Sitz. Sitz? Oh, sitzt er ja schon. Und dann Platz, die Platz. Hand schön flach. Also genau. Platz, ne? Ja, und jetzt einmal Fuß, das heißt, du gehst los und sagst Fuß. Nee, du musst das Kommando sagen. Also Fuß. Sag mal komm. Komm, Julia, komm. Fuß. Und jetzt genau, jetzt läufst du und er bleibt bei dir. Ja. Ja, Julia. So, Sitz. Genau, und die Kommandos kannst du ruhig ganz freundlich sagen. Ah, okay. Also man muss den Hund nicht so stark die Kommandos geben, sondern man kann es auch Sitz, Platz. Okay, wenn man das positiv, genau, wenn man das positiv trainiert, dann kann man das auch mit einem ganz, ganz leicht sagen, das Kommando. Aber Fuß und Platz können ja viele Hunde. Auf der Filmtier Ranch lernen die Hunde noch viel mehr. Je nachdem, was für ein Film so verlangt wird. Richtig brav machen die alles, was ich von ihnen will. Rolle! Ja! Sehr gut. Man muss aber dazu sagen, dass Filmhunde sehr, sehr frech sind, weil Filmhunde dürfen ja im Film auch Sachen machen, die ein Privathund nicht machen darf. Klar. Also es kann eben vorkommen, dass der Junior zum Beispiel auf einen gedeckten Kaffeetisch mit Kuchen und Torte springen muss und die Torte runterklauen muss. Und wenn wir jetzt im Privatleben unseren Hunden immer alles verbieten und dann beim Film sage ich plötzlich, Junior, heute darfst du auf den Tisch springen, dann macht er das natürlich nicht. Deshalb dürfen unsere Filmhunde auch im Privatleben sehr frech sein. Okay. Macht das denn den Hunden auch Spaß? Weil Schule macht ja nicht immer Spaß. Es hat ja auch was mit anstrengend zu tun. Ja. Nee, also unseren Hunden macht es immer Spaß, weil wir natürlich darauf achten, dass wir nur kurze Trainingseinheiten machen. Mhm. Und sie bekommen ja immer ganz tolle Leckerlis. Und wenn sie was falsch machen, dann bekommen sie keine Strafe, sondern ich ignoriere das einfach. Also es passiert gar nichts. Mhm. Und wenn sie dann wieder was gut machen, bekommen sie wieder eine Belohnung. Und dann haben sie automatisch Spaß dabei. Das klingt eigentlich ganz lustig. Sollte man auch bei Menschen so machen. Genau. Na, dann sind die Hunde ja richtig unter Kontrolle. Braves Hündchen. Hey, der Hund hat das gleiche Portemonnaie wie ich. Moment mal. Hey! Moment mal, das ist doch mein Portemonnaie. Ah, hallo. Hast du zufällig einen Hund mit Portemonnaie gesehen? Oh, entschuldige. Hallo? Hallo, Daniele. Sag mal, kann man mich mit einem Hund verwechseln? Mit einem Hund? Nee, überhaupt nicht. Findest du, dass Wusel ein Hund ist? Ah, meine Katze! Oh, ich mag keine Katzen! Oh, tu sie weg, weg, weg! Wusel, aus! Tut mir leid, Daniele. Diese ganze Hundesache nimmt mich irgendwie noch so mit. Was ist das? Ein Schwanz? Ich hab dich! Ich lass dich besser alleine, Wusel. Sag mal, ist das die gleiche Katze wie... Nee, das ist jetzt sein Double. Das heißt, wir haben zwei Katzen, die komplett gleich aussehen und die teilen sich dann eine Filmrolle. Wow, so wie bei Stars. Genau. Vorhin beim Hund mit Sitz und Platz hat ja gut funktioniert. Wie ist das bei Katzen? Ist das einfacher oder schwieriger? Also es ist auf jeden Fall schwieriger als mit Hunden. Aber zum Beispiel Amun ist so eine Katze, ich glaube, er denkt, er ist ein Hund und deswegen ist er für uns perfekt, weil er einfach wie ein Hund lernt. Also mit dem können wir jetzt zum Beispiel Platz machen. Sein Zeichen ist, dass ich die Faust auf den Boden lege, dann legt er sich hin, ich sag bleib und er liegt da. Also er ist eigentlich wie ein Hund, trotzdem steckt natürlich noch eine Katze in ihm. Ganz viel Katze drin. Und dann kriegt er eine Belohnung. Und was war das, dieses Klicken? Genau, das ist der Klicker. Immer wenn es klickt, kriegt das Tier eine Belohnung. Das heißt, das Tier lernt, Klick bedeutet Leckerli. Okay. Und dann kann ich anfangen, das Tier zu trainieren, indem ich immer das Verhalten, das ich gerne mag, also jetzt zum Beispiel, wenn er brav sitzt, klicke ich und er kriegt eine Belohnung. Und dann lernen die ganz schnell, ich muss mich hinsetzen, dann klickt's und dann kriege ich meine Belohnung. Okay. Mal sehen, ob ich das mit dem Klicken auch hinbekomme. Platz, genau. Dann gibt's... Erstmal wieder die Hand hoch und bleib sagen. Bleib, bleib. Klicken. Und Leckerli. Sehr gut. Sehr gut. Guten Appetit. Sehr gut. Sieht einfach aus, ist aber eine große Leistung für Katze und Trainer. Und jetzt wird's schwieriger. Amun soll lernen, eine Maus von A nach B zu transportieren. Das muss er für einen neuen Kinofilm beherrschen.
Und wie genau kann ich da helfen? Da machst du jetzt gleich die Box auf, dann wird ein Ton kommen. Wenn der Ton kommt, lässt du ihn raus, er nimmt die Maus und bringt sie zu mir. Im besten Fall. Jetzt probieren wir es mal. Okay, testen wir das mal. Ja. Wie im Kino jetzt. Genau. So. Auf. Das läuft ja wie am Schnürchen. Super, Katharin, super bist du, gell? Ach, Marino, was ich noch fragen wollte. Moment mal, das war doch der Hund. Zurück ins Studio. Was denn? Jetzt komm her. Ja. Wusel muss den Hundeführerschein machen, wenn er hier im Studio bleiben will. Wusel, wenn jemand mitbekommt, dass ich dir die Leine abgenommen habe, dann kriegen wir echt Ärger. Ja, 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 ist doch egal. Also, wie reagierst du, wenn dich jemand für einen Hund hält? Oh, den beiß ich. Au, nein, au, Wusel. Nein, du bleibst ganz gelassen. Lass es uns zusammen sagen, Wusel. Gelassen. Sehr gut. Also, kommen wir zur ersten Übung, die Daniele uns für die Hundeführerscheinprüfung vorgeschlagen hat. Mhm. Wenn du folgendes Kommando hörst, bleibst du an Ort und Stelle. Platz! Oh, richtig. Mein Sprachplatzer 3001. Den habe ich gestern in ganz viele Geräte hier eingebaut. Und wenn du das Wort sagst, dann gibt es eine Explosion. Welches Wort? Platz! Wir sollten das Wort Platz nur noch ganz leise sagen. Mhm. Na gut. Platz. Sehr gut, Wusel. Also, egal was passiert, du bleibst genau, wo du bist. So. Oh, ein Brief. Großer Erfinderwettbewerb. Oh. Was? Was? Echt? Zeig mal her! Wo denn? Was denn? Hä? Hä? Was steht da? Du sollst an deinem Platz bleiben. Reingelegt. Ein Hund hätte die Übung geschafft. Pah, von wegen. Los, noch mal. Okay. Platz. Wusel, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Du hast dir als Belohnung eine Pizza Wusel? Was? Hast du mich gerufen? Ah, du hast meinen Holo-Wusel 3001 entdeckt. Funktioniert super, oder? Wusel, das ist Betrug. Also, wenn ich schon die Hundeführerscheinprüfung machen muss, dann auf meine Art. Hm. Also, dieses Kommando kann ich schon mal. Das Kommando Platz. Oh, da war der Sprachplatzer 3001 auch eingebaut. Na schön, dann sage ich das Wort besser nicht. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen unsere nächsten Tiere. Da kannst du mal einmal deine Hände ausstrecken. Okay. Dann bekommst du ein bisschen Futter. Ja. Genau, dann stellt sie sich ein bisschen seitlich. Mhm. Okay, jetzt kommen nämlich Sissi und Franz. So. Sissi und Franz? Oh, hallo. Guck mal. Noch nicht. Ja, also man sieht, auch mit Tieren geht's nicht direkt beim ersten Mal. Ja, genau, denn Sissi und Franz sollten eigentlich auf meiner Hand landen, wie immer angelockt durch Futter. Ja, und die zwei haben auch schon in einem Film mitgespielt. Mhm. Da mussten sie von A nach B fliegen. Und gerade mit Tauben braucht man ganz, ganz viel Geduld, sie zu trainieren. Weil man kann man natürlich nicht an der Leine nehmen und sagen, komm, wir machen jetzt was. Genau. Sondern man muss einfach ganz viel warten, bis die Tiere von sich aus zu einem kommen und dann auch bereit sind, mit uns zu trainieren. Was, dann kannst du jetzt die Hände zumachen. Das sind aber richtig schöne Tauben. Okay, also zu und dann... Ja, dann, mach sie okay, zu. Ja, zu. Und jetzt okay. Hoffen wir, dass sie zurückfliegen in ihre Uhr. Sehr gut. Und dann machen wir die Uhr zu. Tschüss, Super. Sissi und Franz. Ach ja, Sissi und Franz. Moment mal, das ist doch der Hund. Der ist ihm doch eh zu schnell. Habt ihr einen Hund mit einem Portemonnaie gesehen zufällig? Ich. Nee? Ja, der Hund ist zu schnell für dich. Ja, unglaublich.
Ja, jetzt haben wir hier als nächstes unsere zwei Ziegen. Mhm, hallo. Die Heidi und die Clara. Die zeigen uns jetzt auch ein paar Kunststücke. Da okay. fangen wir jetzt mal mit der Clara an. Aha. Die nehme ich einmal. Dann müssen wir jetzt hier ein Stückchen zur Seite gehen. Clara, komm mit. Da auf die Marke. Komm, Clara. Ah, okay, da ist eine Markierung. Okay. Da hat sie gelernt, eben hier drauf stehen zu bleiben. Mhm. Genau, die Clara kann nämlich einmal deinen Reißverschluss öffnen. Echt? So näher einmal ran. Hinstellen. Super, Clara. Super, genau. Dann kann sie auf Kommando mit dem Kopf nicken. Da musst du jetzt ein Stückchen zurückgehen. Okay. Noch ein bisschen weiter weg? Ja. Clara, zurück auf die Marke. Super. Und jetzt nicken wir. Gut. Und noch mal nicken. Super. Hast du dir eigentlich auch schon mal wehgetan mit den Tieren? Natürlich muss man gerade bei den Ziegen jetzt mit den langen Hörnern einfach ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn man respektvoll mit den Tieren umgeht und auch immer so ein bisschen so einen gesunden Abstand zu ihnen hält, jetzt gerade mit den Hörnern, da passiert nichts. Und auch gebissen wurde ich noch nie, weil ich ja merke, wenn das Tier keine Lust mehr hat, dann beende ich das Training und zwinge sie zu nichts. Und dann werden sie auch nicht böse. Also wenn die Ziege bockig wird, dann hörst du erst mal auf. Ja, auf jeden Fall. Sonst habe ich keine Chance bei den Hörnern. Ja, Clara, jetzt holen wir noch die Heidi. Tausche ich einmal die Ziegen aus. Ganz friedliche Tiere also, die zwischen ihren Filmeinsätzen auf der Filmtier-Ranch wohnen. Ziege Heidi beherrscht übrigens noch einen ganz anderen, sehr lustigen Trick. Oberlippengymnastik. Und als ob das nicht schon genug wäre, die Ziege kann noch was Tolles. Super, und dann hat die Heidi eben gelernt, auf Kommando auf den Hinterbeinen zu laufen. Aha. Das zeige ich dir jetzt auch noch, das kannst du dann auch ausprobieren. Okay. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, sonst wird man tatsächlich verletzt. Hoch. Wow. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Noch einmal Heidi, dann macht's der Daniel. Ja, hoch. Super. Wow. Steht doch richtig lange. Ja. Jetzt nimmst du ein paar Leckerlis in die rechte Hand. Ja. Das will ich natürlich auch mal probieren. Und ich bin echt überrascht, dass die Ziege fast so groß ist wie ich, wenn sie auf den Hinterbeinen steht. Super! Sehr gut. Ja, hast du schön gemacht. Oh, der Wupp meldet sich. Ich bin gleich wieder da. Halt! Stopp! Alles fallen lassen! Was? Warum? Oh, weil ich keine Prüfung machen muss. Wenn ich meine Anti-Hund-Pille 3001 hier schlucke, sieht jeder, dass ich kein Hund bin. Und was macht die? Anti-Hund sorgt dafür, dass mich nie wieder jemand mit einem Hund verwechselt. Ja, aber was macht die Pille genau? Ah, finden wir es heraus. Und verwechselt mich jetzt noch jemand mit einem Hund? Nein, aber du solltest besser in den Spiegel gucken. Farina! Was ist das? Keine Angst, es ist nur Juniors Stoffdobel. Das heißt, wenn im Film irgendwelche Szenen zu gefährlich sind für unsere Hunde, dann haben unsere Hunde so ein Stofftier. Und wenn jetzt der Hund zum Beispiel eine Schlucht runterfallen muss im Film, dann macht das natürlich dieses Stofftier und nicht unsere echten Hunde. Also es ist uns immer ganz wichtig, dass unsere Hunde nie in Gefahr gebracht werden und alles immer sicher abläuft. Das ist also ein richtiger Stunt-Dubelhund. Genau, ja. Na, und wie komme ich jetzt an meinem Portemonnaie? Tja, da müssen wir jetzt mal gucken. Also eigentlich ist ja das, was Junior macht, finde ich total gut, weil er so freche Szenen und so Aktionen eben im Film auch oft zeigen muss. Und vielleicht denken wir uns jetzt einfach einen kleinen Film aus und vielleicht finden wir dann das Portemonnaie. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Aber den brauchen wir nicht. Sieht aber sehr gut aus. Na gut, dann drehen wir einen Film. Es war einer dieser Tage. Reporter Daniele unterwegs im Namen der Wissenschaft und im Namen eines blauen Hundes, auch Wusel genannt. Ich bin kein Hund! Ja. Da geschah es. Ein räuberischer Hund entriss unserem treuen Reporter sein Portemonnaie mit Geld und Ausweis. Ein Verbrechen am helllichten Tag. Doch diese Rechnung hatte der Hund ohne die anderen Tiere des Hofes gemacht. Sie legten eine Spur. Frag das Schwein. Frag,
Bulldogge. Der beste Freund des Menschen wollte sich natürlich nur einen kleinen Spaß erlauben. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hey Farida, vielen, vielen Dank. War richtig toll mit euch. Ja, uns hat's auch viel Spaß gemacht. Oh, toll mit euch. Und jetzt zurück ins Studio. Ja, bleibt da. Wie süß. Bini, es ist was Unglaubliches passiert. Das sehe ich. Sag mal, hast du dich mal im Spiegel angeguckt? Das hat Daniela auch schon gesagt. Aber hör erst mal zu. Also, ich wollte mich ja im Spiegel anschauen, aber dann kam mir der Hundeführerscheinprüfer. Der war schon da? Ja, aber er hat gesagt, ich muss gar keine Prüfung machen. Ich sei nämlich kein Hund. Haha, meine Anti-Hund-Pille 3001 hat funktioniert. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was passiert ist. Echt? Ja, ich nehme mich nur zum Teil. Der Prüfer meinte noch, ja, Katzen dürfen ins Studio. Warum denn Katzen? Wusel, du hast dich echt noch nicht im Spiegel gesehen, oder? Nein, aber ich gehe jetzt mal gucken. Warte! Sag mal, du magst doch Hunde, oder? Ja, klar. Ich will nur nicht für einen gehalten werden. Und was, wenn dich jemand für eine Katze halten würde? Katzen, ich mag keine Katzen. Oh, brr. Nee, dann lieber für einen Hund. Wusel? Was zeigst du mir denn da dieses Bild von dieser hässlichen blauen Katze und der... Das bin ich. Oh. Na dann, bis zum nächsten Mal. Was für ein Albtraum. Ich habe geträumt, ich bin eine blaue, hässliche Katze und ich habe ganz schlimm ausgesehen. Ungefähr so? Video zu Ende. Schade. Wisst ihr, was das Beste an meinem YouTube-Kanal ist? Ihr könnt mir ein Like hinterlassen und dann raste ich vor Freude aus. Ja, so richtig. Ja, wie sich das anhört. Ihr wollt wissen,